muss sagen, dafür, dass ich mir jetzt keine Kippe gedreht habe, sondern die fertigen Kippen von Marlboro geraucht habe, die du aus Polen mitgebracht hast, David. Ich habe einen echten trockenen Mund. Also bin ich als Dreh... Ich nehme ja Pepe hellgrün, den hellsten Grünton. David, ich gebe dir doch hier Holz, falls du Holz brauchst. Nein, ich guck die ganze Zeit, dass ich das bauen kann, dass das mehr oder weniger auf der gleichen Höhe ist. Achso. Okay. Deswegen muss ich den Baum wegmachen. Können wir an den Baum erstmal eine Seilbahn ranmachen? Mach ich das mal. Ich sag mal, solange es kalt ist, können wir über den See laufen, Dicker. Oder David baut. Dann mache ich da keine Seilbahn ran, David. Hast du gehört, Pfeiler? Jo, okay. Und ich hätte sogar gesagt, wir bauen hier, fangen hier drüben an zu bauen. Obwohl, dann kann ich das hier auch erstmal weglassen. Machen wir hier erstmal die Seilbahn hin. Ja, Holzhacken. Na, ist bei euch hier Winter oder was? Jo, wo wir aus der Höhle gekommen sind, war auch immer Wintereinbruch. Hab auch gesehen, ihr habt jetzt das Ende gespielt oder was? Ja. Ja, aber nicht durch. Wir sind nicht mitgeflogen. Wir bleiben hier. Wir haben viele Freunde gefunden und wollen hier bleiben. Jo, aber jetzt ist quasi sozusagen vorbei. Na, nee, ist es ja nicht. Das vorbei haben wir noch nicht gemacht. Die Story wäre vorbei, ja, Alex. Genau. Ja. Aber ist das noch nicht vorbei, weil die Story wissen noch nicht, wie es endet. In 7 Tagen kommt das Update. Genau. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass in dem neuen Update, also ist nur meine Meinung, ich weiß nicht, die Höhlen, die wir hatten, ausbauen und vielleicht ein paar Höhlen dazu machen. Und halt vielleicht einfach irgendwas Neues zum Bauen noch dazu machen, so ein bisschen. Und vielleicht ein, zwei neue Waffen oder Sachen. Ist aber ein bisschen viel für ein Update vielleicht, ja? Viel großes Update. Nö. Finde ich nicht. Es soll ja nicht unbedingt was mit der Hauptstory zu tun haben. Einfach so, dass man... Okay. Was war das für ein Geräusch? Das ist halt einfach so, wie die Höhlen, die jetzt waren, halt nur ein bisschen anders halt einfach sind. Das ist irgendwie meine Vorstellung. Ich würde jetzt nicht unbedingt in der Story eine Erweiterung sehen, sage ich mal. Aber ein bisschen was bauen vielleicht. Ein paar Kleinigkeiten noch mit dazu. Vielleicht so wie im ersten Teil den Eispickel. Dann kann man den vielleicht zum Klettern benutzen, wenn sie irgendwann mal ein Kletterfeature einführen oder so. Müssen sie aber eigentlich auch gar nicht. Den Eispickel, den hat man ja mit Trailer gesehen. Den kann ich noch besser das dann. Achso, in dem neuen Trailer meinst du den? Ich weiß nicht, welcher Trailer. Jetzt zu unserem Zeitpunkt neu. Dem. Man hat in irgendeinem Trailer hat man auf jeden Fall das Inventar gesehen und da hat man noch eine Sniper Rifle und eine. So ein Eispickel. Die Eiskletter haben gesehen. Aber ihr habt vollkommen recht, warum benutze ich die Seilbahn gerade nicht? Weil ich wieder so voll im Quatschmodus bin, dass ich das gar nicht für wahrnehme. War für voll. So. So eine Holzfällermütze müsste ich mir eigentlich noch holen für Holzfäller-G. Oder einfach so ein Holz oder so ein Holzfällerhemd. Ja, okay, aber da habe ich eins so, dieses klassische, was hier Olle L aus wer der Hämmert anhat, dieses rot-blau-weiß karierte typische Holzfällerhemd, das habe ich. Müsste irgendwo im Schrank liegen. Habe ich aus Versehen die Seilbahn getroffen? Nee. Hat jemand Baumstämme an die? Ja, ich. Mach mal Baumstämme in die Dings rein. In die Dings rein? Hier liegen keine Baumstämme. Verstehe ich nicht. Gerade. Ich habe hier schon 10 Baumstämme an die Seilbahn gehangen und hier ist nichts angekommen. Okay. Ich segel mal gleich hinterher. Alter, der Baum hätte etwas erwischt. Ja, die fliegen da nach hinten, David.
Bis hierhin. Start. Aber was meintest du jetzt mit den Baumstämmen nochmal bitte? Die klatschen hier gegen und fliegen nach hier hinten, habe ich gerade gesehen. Ja genau, aber als ich hier nach hinten kam, war hier nur ein Baumstamm. Ich habe irgendwie 10 oder so schon angehangen. Deswegen wollte ich gucken, aber ich glaube, die sind hier einfach weitergerutscht. Na dann bleib du mal da als Baumeister und zum Baumstämme abfängen, abfangen. Und wir schicken dir einfach welche rüber. Na, geh doch aber mal die anderen 10 holen. Also. Nee, die sind ja weg einfach. Ja. Da sind die nicht einfach nur über. Wir schicken jetzt welche, David. Ah, habe ich auch gedacht, aber ich habe ja hinten gerade nichts weiter gesehen, außer die zwei, die ich rübergeschickt habe. Na, weiter gerutscht, also quasi auf die andere Seite der Insel übers Eis gerutscht. Okay, so weit habe ich jetzt vielleicht nicht geguckt, ja. So. David, das kommen immer Stämme, ne? Ja, ich bin hier fleißig an. Okay. Kann auch nur zwei ertragen. Wollen wir dir ja bloß sagen, dass wir jetzt hier hintereinander erstmal die 20, die da liegen oder so, dir hinschicken. Sonst, Pfeiler, helft doch David, dann schicke ich erstmal das alles rüber. Ja, wieso? Aber warte mal, habt ihr gerade gesehen? Ich habe es gerade hier dran gehangen und es ist nach hinten gerutscht und hier hingefallen. Ja, ja, deswegen musst du mal Richtung da, wo es hin soll, gucken. Ah, okay. Aber hätten jetzt hier hinten 10 gelegen, hätten wir auch gewusst, wo sie hin sind. Gut. Das war's schon. Die verschwinden hier im Wasser. Die rutschen unters Eis. Ich hab's gerade Klatsch gehört. Aber ich glaube, ich brauche David nicht helfen, Jusen. Nee, ich hab doch gesagt, das Hinsetzen ist schneller als. Weil Jusen und ich müssen dann demnächst auch wieder Bäume fällen, überhaupt um Sachen loszuschicken. Na, kann Devil vielleicht schon mal, ne, oder Paya, kannst du schon mal eine Base bauen, dass wir einfach auf Peng gehen können? Was hier meinst du, oder was? Nein, lieber da drüben auf der Insel. Das kann doch Ja, aber der ist ja halt mit Aua, Teufel, Aua. Ach, warum geht es jetzt nicht mehr? Ja, weiß ich auch nicht. David, wir können dir kein Holz mehr rüberschicken. Das fällt ja alles runter. Dann laufen wir rüber. Oder so. Oder David schießt dir jetzt ein neues Seil. Ja, stimmt, hä? Ja, das ist gerade voll buggy. Ab ihn nutzt. Ja, genau. Sagst du, Diggi? Ich werd dunkel. Nein, achso. Schnell an die Schrotze das Licht wieder ran, Leute. Dann seht ihr ein bisschen mehr. Hä? Ach so, ich habe nicht auf Kombinieren gedrückt. Ich Idiot. Ist neues Seil gespannt, David? Oh, wenn es buggy ist. Achso, dann komm mal kurz rüber. Jusen, bleib hier. Dann kommt Pfeiler kurz rüber, dann pennen wir hier. Jo. Machen wir hier eine Plane. Dann müssen wir. Mach jetzt halt wieder unter. Die Schotti wieder weggesteckt. Mit G kann ich es aber auch nicht wieder rausholen. Muss ich halt so machen. Alter. Gut's Nächtle. Nächtle gut. Böses Erwachen. Oh, was. Also wenn man F
öfter G drückt, kann es sein, dass er manchmal buggt und er nimmt dann doch nicht wieder die Shotgun oder das letzte, was man dabei hatte. Kann man hier eigentlich aus dem Wasser trinken? Wahrscheinlich. Also ist er eh gefroren, okay. Hast jetzt die Frage auch erübrigt. Aber solange wie es ein See ist und nicht ans Meer in Salzwasser reinläuft, so gesehen, kannst du das machen. Baut jetzt Jusen oder? Ja, jetzt gerade, wo ich hier stehe, ja. Okay. Muss sagen, wenn es zu viel wird, ne? Ich schicke hier immer nach. Holstein brauche ich erstmal eine ganze Menge, ja. Ich habe da jetzt eine Mauer. Alter, du hast mich eigentlich genau getroffen, aber hat nicht gezählt. So. Was mich, glaube ich, eigentlich mehr oder weniger wieder getroffen, aber hat auch nichts bewirkt. Oder das sieht nur bei mir so aus. Da liegt auch keiner mehr. Laufen wir mal rüber. Jusen, wir schicken hier gerade ganz viele. Geht es trotzdem? Ja, bis jetzt ja. Brauchst du mir noch? Siehst du das? Ja, eine ganze Menge, Dicker. Ich muss da einige spalten und so. Aber manchmal brauche ich auch nur ein Drittel, wie es aussieht. Ich glaube 75 oder so stand da. Müssten wir die nicht auch irgendwann haben? Ja, ich bin auch drauf fleißig dabei, Digga. So langsam lichtet sich die ganze große Zahl am Anfang. Wir gehen mal gucken. Lol, hier oben steht noch ein Helikopter. Echt jetzt? Ja. Ist da irgendwas Besonderes? Loot. Wie gesagt, was Besonderes an Loot? Okay, ist fertig. Gut. Das ist jetzt das einfache Baumhaus, was du gebaut hast, ne, David? Das Haus hier kannst du ja noch selber weiter. Ja. Oder wir bauen auf der anderen Seite das größere Baumhaus. Naja, ich hätte gedacht, wir verbinden einfach beide Bäume. Okay.
Also ich hätte jetzt von dem Haus hier rübergebaut zu dem anderen Haus. Also ich hätte mir das so vorgestellt zum Beispiel. Ja, und dann hätte ich eine Brücke dazwischen gezogen. Aber das Problem ist, wenn du dich hier hinstellst, die sind nicht auf gleicher Höhe. Weißt du? Und deswegen hätte ich erstmal von dem hier rüber gebaut und dann erst das Haus rangesetzt. Okay. Weil ich habe vorhin jetzt 10 Minuten versucht, das auf gleiche Höhe zu setzen, aber das geht nicht. Gut, das heißt aber, wir brauchen noch mehr Holz oder was? Ja. Okay. Dann kann David nämlich schon mal die Brücke rüberbauen oder wie auch immer. Im Notfall kannst du ja auch einfach Hölzer übereinander stapeln und da kann man das Baumhaus drauf bauen. Das sollte eigentlich auch gehen, oder? Denkst du nicht? Dass man Pfeiler baut, ja. Genau. Kann man denn Olle Kelvin, Olle Kay sagen, dass er das Holz an den Dings schleppen soll? Kay ist doch gar nicht in der Nähe. Echt nicht? Ist der hier nicht vorhin rumgelaufen oder habe ich mich getäuscht, Leute? Kay ist am Arsch der Welt. Okay. Ach, das ist ja blöd. Was denn, David? Ich kann das eine Ding hier an der Seite nicht abbauen. Du meinst die Wand? Von dem fertig gebauten Gebäude? Alter, hier kommen ultra viele Babys. Ich bin tot. Jusen, wir müssen mal rüber. Ich war Rüdiger. Alles gut, hat nichts abgezogen zufällig. Rüstung ist immer noch voll im Dings. Warte, Jusen, ich hab die Pump. Aber ist gut. Bis 5 Meter voll. Wo kamen die denn? Da krabbelt immer noch eins. Die Seitenwand. Ey, lass mich in Ruhe, ich war quatsch. Die Seitenwand kann ich nicht abbauen. Warum? Welche? Die hier? Hey, wenn du da oben bist, wollte ich die eine Querstrebe wegmachen. Oder ich weiß mal. Naja, aber das. Also, was meinst du denn jetzt? Die Wand da oben direkt am. Kletter mal hoch. Ja, also oben drin. Genau. In dem fertig gebauten Gebäude. Die Wände kannst du, glaube ich, nicht einreißen, Diggi. Das ging schon im ersten Teil nicht. Dafür hättest du es selber bauen müssen. Man hätte hier eine Plattform bauen können, dann hättest du selber Wände hochziehen können. Ich dachte, ich kann das eine Ding hier in der Ecke einfach wegbauen. Nein, das geht nicht. Was? Das hier, oder was? Wie gesagt, alles, was da oben fertig gebaut ist, in den Fertigbausätzen, kannst du nicht auseinandernehmen. Oh, scheiße. Hier, wo ich draufstehe, das ja, eine Ding, nee, wollte ich das gehört ja mit dazu. Geht nicht. Du musst den Weg außen rum bauen. Aber ich kann ja Platten vom Boden wegnehmen. Das ist irgendwie... Ja, okay, dann ist das alles sogar noch schräger. So, ich kann ja hinten... Okay, dann machen wir das einfach hier hinten. Ja, okay, die erste Palette Holz kommt. So. Aber wie baut man denn dein Baumhaus denn an? Na, einfach Richtung Stamm gucken. Vom Baum selbst, wo ran kommst. Also nicht unbedingt gerade ganz unten, sondern Richtung Baumhaus, aber ja, bei mir hat es so funktioniert. Ja, das kann ich rausbauen. Ach so.
Das wäre auch eine gute Frage. Was willst du denn machen? Ich wollte eigentlich eine Brücke hier von links nach rechts bauen. Was sind denn Brücken? Ja, ich denke, so eine dichte Plattform. Ja, dann musst du da bestimmt immer wieder Stützpfeiler bauen. Ja, das probiere ich gerade hier. Mal gucken wir mal, Leute. Einfach mal, ich guck noch mal rein. Das ist die größte Plattform. Tja, geht an den Baum. Dann könnte man vielleicht die Ecken noch zubauen. Und damit eigenen Plattformen bauen. Da. Baut das Ding. Das wäre aber nur eine Vierer. Nee, dann wäre der die andere Plattform und selber ausbauen eigentlich besser. Würde ich so sehen. Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Also ich muss glaube ich mal das Seil wegmachen, weil das stört glaube ich. Man kann es nur da drüber setzen. Ne? Ich kann es nur drüber setzen. Ja, warte, Juse mal. Ich mach mal kurz das Seil. Ja, ich habe schon gemerkt. Geht trotzdem nur weiter oben. Ja, aber ich könnte es zum Beispiel, sage ich mal, so setzen. Nee, warte, wenn das Seil genau auf der Höhe, wo du gerade den Stamm gesetzt hast. Dann setz mal jetzt auf der, guck mal, ob du jetzt nochmal umsetzen kannst. Vielleicht liegt es wirklich daran, nur dass das Ding hier in der Nähe ist. Ja. Ich könnte es auch flachmäßig, also so flach wie ich es schaffe. So setzen. Von der Höhe her. Na, ich würde ja passen. Und mit dem Seil hier vorne ist auch gut? Wo ist das Seil? Ja, wenn das hier vorne, na, hier. Ja. Oh. Okay. Also bauen wir jetzt erstmal die Plattform ein. Ja, wir könnten den Enterhaken wieder machen. Jo. An der Plattform, die noch nach in dem Servin Plus und dennoch die Lücken ausfüllen, hätten wir schon ein doppelt so großes Haus wie die größte, das größte Baumhaus, was es so fertig gibt in dem Spiel. Ah, shit. Warte mal mit dem Bauen. Was denn? Die Plattform hier nicht weiter, oh, aber hier das ist Ding ist. Welches Ding? Weil wenn ich jetzt X drücke, dann kloppen doch alle Baumstämme wieder raus, oder? Ja. Ja, guck mal, ich kann, dadurch, dass wir hier zu schnell gebaut haben, kann ich hier jetzt nicht mehr drüber bauen, weißt du? Das ist mir jetzt gesperrt. Na dann. Dann lass mal hier kurz erst die Brücke fertig. Obwohl, nee, Quatsch, scheiße. Ja, das ist eigentlich nichts. Du musst den Bauplan erst setzen. Und dann muss ich hier anfangen, die Brücke fertig zu bauen. Und dann müssen wir da am Ende das Ganze fertig bauen. Das funktioniert. Bau mal.
So, und dann du kannst das Häuschen wieder hinsetzen, genauso wie gerade eben. Geht gerade nicht, hier liegen zu viele Stämme. Jetzt? Nee, immer noch nicht. Guck mal, hier rollt noch einer vor mir runter, hinter dem Baum. Ja, der hat gestört. Nee, das ist nicht die gleiche Höhe. Warte mal. Ja, vorher hatte ich ein bisschen Spiel, jetzt gerade nicht. So, David? So, oder? Ich kann es auch nochmal drehen. Nee, so ist so, es. So, so. Ich kann es aber um 45 Grad auch gerade drauf zudrehen hier auf den. Ja, dann dreh ich so ein bisschen. Ja? Ich versuch's mal. Ach man. Was hältst du davon? Was schon zu flach war? Oder? Nö, ne, es ist gut. Das ist gleiche Höhe sogar. Was. Ja, ich würde sagen, es ist ein kleines Stück runter, aber. Ja. Da können wir was machen. Jetzt bloß nicht das Ding anfangen zu bauen. Welches? Ja, dieses Häuschen nicht. Achso. Das müssen wir es ja neu machen. Wir müssen jetzt erstmal hier die Brücke fertig bauen und dann kann man das Häuschen zusammenbauen. Mann, jetzt klettert er hier an dem Baum rum. Das ist doch wohl ein Arschloch. Bau ihn bitte nicht. Ja, hast du das Ding jetzt wieder weggemacht? Musste ich ja, ich habe da Stämme reingesetzt. Nimm mal die beiden letzten hier gerade weg. Bitte. Und den. Genau. Und geht's jetzt nicht. Jetzt, warte. So. Oder David? Alter! Wenn das nicht perfekte Höhe ist, weiß ich ja auch nicht, Leute. Also ist ja wohl. Perfekte, perfekte Höhe. John Boy hier immer noch in den Baum drin. Jetzt kann man eventuell die Seil rutschen nicht verwenden. Oder? Ich kann es nochmal drehen. Aber ich glaube nicht, dass das stört. Und Juice rennt ihm hinterher. Echt cool. Und der haut ab. Den Baumstamm hier nicht setzen. Ja, vielleicht hast du keinen richtigen Baumstamm. Oh, die Blaupause drüber sitzt. Müsste ich nochmal wegnehmen, glaube ich. Manche sehen aus wie richtige, aber sind gar keine richtigen. Habe ich mir auch gesehen. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Aber jetzt kannst du die Blaupause wieder nicht hinsetzen. Na, warte mal. Beim hinteren haben wir es ja noch nicht ausprobiert. Oh, warte. Genau, nimm den mal bitte weg. Funktionieren. Ne. Ansonsten dreh mal so, dass die Strippe auf die andere Seite ich könnte so sonst machen, David. Dann könnte man. Obwohl, dann könnte man noch nach oben bauen, ja. Weißt du? Wenn man denn hier die Plattform baut, kann man nach oben klettern. Ja. Also, aber dann müsste ich es aber nochmal um 90 Grad drehen. 180. Nee, so passt doch. Also, nee, aber so kommst du ja scheiße am Seil hoch. Warte mal.
So, wenn denn vielleicht einfach so schräg, so. Damit so halbwegs mittig ist im Gang, weißt du? Was hältst du davon? Ich habe Angst, dass wir durch das Loch durchfallen. Ich finde, du müsstest so genau passen eigentlich. Da sieht man was. Ah, wohl. Ah, scheiße. Das kannst du hier die Dings nicht bauen, oder was? Ja, genau jetzt den Querholz nicht bauen. Ja. Leute, hier sind ein paar Gegner, könnt ihr mir ganz kurz helfen? Was macht ihr? Auf der anderen Seite. Mann. Ging's doch. Alter. Ich muss mich mal wegkippen. Alter, der Charakter zittert sogar, wenn ich halt was. Ich bin so kacke. Aim. Alter. Ja, echt. Was machst du denn? Warte, lass erst den Boden hier umbauen. Ja, das war der Plan, David. Ah ne, Quatsch, Quatsch schon. Leute, passt auf, da kommt so einer von denen. Wir brauchen noch hier halbe für die Ecke. So. Dass wir die danach noch mal reinsetzen können. Genau. Mal weg. Ja, super, David. Das geht nicht, okay. Nee. Jetzt. Alles gut. Holz. Verbauen wir mal alles. Ein Mühe.
usen. Ich leg schon die Bodenplanken, aber ich brauche noch 14 Baumstämme. Also 7 Mal musst du nur laufen. So, wir können ja jetzt auch vielleicht Dings machen. Selber. Ja. Hier sind, hier kann man ja drunter ansetzen. Dann hätte Jusen nicht so einen weiten Weg. Hier ist ein fetter Boden, ich bin tot. Genau unter dem Haus. Ist tot. Wo der Wurm? Wollte er herkommen? Na, der Wurm. Ich habe jetzt 2 oder 3 Mal mit der Shotgun drauf geschossen. Das ist ganz perfekt. So, ich dachte, der wäre tot, der Typ. Ja, so, jetzt hat. Aber war ja der Double Boy, der am Arsch verbunden ist. Aber David hat jetzt eh schon gedrückt, ist egal, Jusen. Der nächste Punkt bleibt. Achso, keine Muni mehr drin. Jusen. Tyler, drück mal hier. Das ist schon wieder das Bock-Konfigur. Ja, hatte ich. Da hast du recht. Man hat deine Tasten gehört, ja. Jetzt ist der Typ aus dem Baum rausgekommen, Alter. Jusen, nur noch die Treppen gegen. Mich verarschen. Wenn Bäume dich gefällt haben. Okay, ich laufe mal zu. Übergabe. So, einer fehlt noch. Ja, yeah. David hat die Seilbahn gebaut. Jusen, kannst du die Seilbahn nutzen? Dann kletter ich mal nach oben. Gar nicht rübergehüpft. Ja, ich wollte es nach hinten weiter, weil hinten kannst du die Wand rausnehmen. Oh, noch. Okay. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ich krieg die Stämme ja nicht nach oben. Doch hoch auf die Brücke werfen. Okay. Ja, einfach hochwerfen, ja. Beziehungsweise später können wir ja auch eine Suchbeinstellung nach oben machen. Man kann nicht mal hier an die Fertigplattform was anbauen, das soll jetzt für den Arsch, oder? Muss doch theoretisch hier seitlich gehen.
kann nur nach vorne rausbauen. Was ist das für ein Piss? Ich hatte schon überlegt, versuch mal hier diese Baumplattform, ob du die da hast. Da das gibt so eine direkte Plattform für Bäume. Gibt. Mal kurz das. Die Baumplattform 2 habe ich ja benutzt. Dafür. Und ich habe gedacht, man kann die Ecken zubauen, aber es geht wohl nicht, wie es aussieht. Nee, vielleicht gibt es im anderen Buch eine Skizze, wie man eine Baumplattform baut. Ja, keine Ahnung. Also, das Holz nützt jetzt erstmal nichts, was ihr hier rüberbringt. Okay. David, geh mal hin. Oh, ich hab keine Granate. Das ist auch gut. Ich hatte keinen Stift mehr. Banane. Wie gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, wie man das umbauen soll. Ich verstehe auch nicht, dass man da nicht anbauen kann. Das heißt ja auch, wenn man die Grundplattform baut, wird man da nicht groß anbauen können. Ich hätte jetzt bei der Plattform bloß an jedem Ende anbauen können. Also wirklich nur wie bei dem Plus an den Seiten. Aber ich kann die Seiten nicht zubauen. Alter! Ja, natürlich. Aber ich sag mal, bei der Position haben wir jetzt nicht wirklich trinken, oder? Aber wie gesagt, David, man kann halt diese Seite nicht zubauen, oder geht es bei dir? Nee, du musst halt so wie hier drüben was drunter setzen. Hm. Man baut nicht nach oben. Wieso gefunden, David? Nö, wa? Ich baue jetzt mal wieder, obwohl ich es gerade abgebaut habe. Uns ein Lichtlein drauf. Ja, ich habe mal Feuer gemacht, damit wir uns ein bisschen wärmen können. Aber es geht mit dem Fertigplattform nicht, ne? Doch, du kannst da ran, also rund, also du musst halt wirklich direkt danach eine Stütze machen. Das ist das Problem. Aber ich würde dann hier vorne einfach eine Treppe hinzimmern, gut ist. Weißt du, dann können wir das ja so alles unterstützen. Warum hast du denn... Okay. Ich will bloß mal was ausprobieren. Wo ist denn der Baumstamm hin? Oh Mann. Kann mir mal einer einen Baumstamm hochwerfen? Einer wird sich angesprochen. Achso, ich dachte, David macht. Ich werde am Essen machen, deswegen. Danke. Nein, was ist denn jetzt hier? Runtergefallen, natürlich. Alter! Ja, die sind wieder runtergefallen.
Usen? Ja, ich helfe dir. Schmeiß mal rauf. Nee, einen Stritt noch nach vorne. Jetzt. Habe ich, warte. Ich muss das ja auch eins höher schmeißen. Ja, habe ich. Brauchst du noch einen? Ja, gerne. Danke. So. Brauchst du noch einen, oder? Na, warte mal. Ich will erst mal gucken, was ich mit denen hier oben machen kann. Von oben bauen ist manchmal einfacher. Aber David hat vollkommen recht, man kann die Elemente hier nicht zusammenbauen. Also ich würde sonst das hier abreißen und lieber eine normale Plattform bauen. Und das dann normal ausbauen. Oder die runter auf die Höhe holen, wo du gerade die zweite Plattform baust. Ja, ich würde das so lassen. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt die Plattform abbauen... Ja, aber da oben ist halt für den Arsch, Alter. Wieso, wir können doch darauf bauen. Nee, du kannst aber die Ecken, du kannst nichts erweitern da oben. Das ist halt für den Arsch, finde ich. Hier könntest du ja den Weg, wie du gebaut hast, wenn man den zubaut, kannst du ja wenigstens Wände dran hochziehen und so, ein Dach drüber bauen. Aber das geht hier oben auf der Plattform nicht. Finde ich halt denn für den Arsch, das ganze Holz. Da könnte man das auch nutzen, um hier jetzt die Böden auszubauen oder sowas. Oder nicht, nicht. Ganz viele Gegner. Okay, ich liege am Boden, fuck. Alter, sind das viele. Hab ich doch gesagt. Wir hätten schlafen gehen sollen. Samurai-Style! Dankeschön. Okay, ich leg wieder am Boden. Da habe ich viele Gegner geschnetzelt. Hol Usen hoch. Ich danke euch. Pass auf, hier ist noch einer. David hatten. Ja, alle tot. Wollen wir kurz schlafen gehen, Leute? Aber wie gesagt, was denkst du denn, David? Das, ich glaube, das mit der Plattform bringt halt nicht viel, oder? Nein, ich könnte jetzt ein Feld nach oben rauf. Ja, nach oben, aber es geht ja darum, hier diese Seiten zuzubauen, dass man mehr Fläche hat und dann nach oben bauen kann. Und das funktioniert halt nicht. Das funktioniert aber im anderen auch nicht. Ja, aber wenn man vielleicht nicht eine fertige Plattform baut, sondern vielleicht kann man eine Plattform so hoch bauen und dann an den Seiten mit Stützstäben, so wie es ja hier an den Seiten auch ist, bauen, so dass es aber halt nicht ein Plus ergibt, sondern halt ein großes Quadrat. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber wir müssen die Stützseite so oder so stützen. Klar, aber ich glaube auch, wenn man hier eine Säule drunter baut, kann ich trotzdem aus diesem Plus keine quadratische Fläche machen. Uns geht auch hoch und bau und wir schmeißen dir die Sachen hin. Leute, falls ihr was trinken wollt, hier hinten beim Bach kann man was trinken. Jupp. Okay. Okay, wie ich sehe, wollt ihr nicht. Ich habe noch ein Energy. Medizin sieht bei mir auch richtig schlecht aus.
Ah, ne, kann man natürlich nicht weiter erweitern. Darf ich es jetzt abreißen, oder? Ja, kannst du. Aber ich habe halt nur Angst, dass wir jetzt wieder nichts hinsetzen können, weil hier schon dieses Bauwerk ist, weißt du? Ja, was ich probieren, wissen wir es nicht. Und das, so wie es jetzt dasteht, bringt uns halt auch nichts. Also von daher. Weil ich kann es nicht mal auswählen. Die einzelnen Bretter abbauen, aber ich kann es nicht insgesamt abreißen. Jetzt sind wir fertig gearbeitet. Obwohl, warte, dann baue ich alles ab. Vielleicht kann man das einfach nur, wenn der Grundrahmen noch ist, vielleicht muss man weiter arbeiten. Kannst ja mehr oder weniger hier an der Ecke hier versuchen, wo ich drunter stehe. Wenn es da wieder nicht geht, ist. Ja, warte, ich muss hier die ganzen. Ist halt auch wieder eine gute Frage. Aber müsste das denn nicht. Wenn das gerade ging. Müsste doch auch bitte. Es geht. Warum kann ich die Plattform auseinandernehmen in Einzelteile und hier kein einziges Teil abnehmen? Doch, hinten die Wand konnte ich rausnehmen. Aber warum geht die weg? Brauchst du irgendwie noch ein bisschen mehr Holz oder so, oder? Ja, bräuchten wir, wenn wir wissen, wie wir bauen müssen. Aber so halt nicht, ne. So, die Unterbrücke. Flüster, 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 flüster. Guck mir zum nächsten Mal an, wie man ein Baumhaus richtig baut. Du musst halt auch die Stämme, die da oben lose drauf liegen, wegnehmen, sonst hat er auch Probleme mit dem Bauen. Ja, bin dabei. Ich bin nicht dabei. Ja. Würde ich aber auch langsam sagen, dass wir vielleicht das nächste Mal wieder bauen. Ja, ja, und demnächst schon die Zeit. Mhm. Komisch. Was mit Beihang und Braun ist ein bisschen besser anfangen. Und das Bauen hier. Also wie man baut, ist halt grandios, aber. Ja, hätte ein bisschen. Mach mal hier einen drunter, David, das sehr hoch geht, wie auf der anderen Seite. Ja, aber ich kann trotzdem. Und dann bauen nochmal eine Schräge auf der. Ich kann halt nicht rüberbauen, das ist das Problem. Na, das ist ja egal, wenn man den Rest hier abreißt, dann fällt. Ja.
Wir müssen doch immer hier auch alles abreißen. Ja, aber ich guck mir das zum nächsten Mal noch an. Kann hier nichts abreißen. Ich ja auch nicht. Das war das, was mich wundert. Verdammte Axt. Ich nehme gleich die Zeitbombe und dann ist vorbei. Aber leider stürzt doch nichts ein, Digi. Haben wir doch auch schon ausprobiert. Na, wenn er einfach diese mittlere Plattform erstmal verbreitert, das würde erstmal. Das geht reichen. Ja nicht, Digi. Das probieren wir die ganze Zeit. Selbst nach oben. Ich meinte die mittlere. Ja, die hatte David jetzt auch schon einmal verbreitert. Ja, wir wollen ja die beide Bäume miteinander verbinden. Genau. Das ist doch jetzt, aber jetzt könnt ihr doch weiter verbreitern in den Mittelteil. Ja, wir verbraten jetzt noch das ganze Holz, weil wenn wir uns ausloggen, die spawnt das, glaube ich, deswegen machen wir jetzt die Plattform weiter kurz. Okay. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, wir können uns ja gar nicht ausloggen, sonst ist alles weg. Kannst du hier mal eine zwischensetzen? Oder ich mach's so. Na, no, geht doch mal. Er will nicht. Ich hab zwei dahin gesetzt. Okay. Man kann sie nicht mehr abreißen. Ach ja. Auf euer Charakter auch die ganze Zeit zu kalt. Ah ne, ich hab yep. Mal durch. Ah, ich aber das auch mal. Aber ich kann ihn ja auch irgendwie verstehen. Ist ja am Acker, ne? Schön, wenn er die Teile irgendwie setzen könnte und nicht setzen. So. Die letzten Stämme. Ja, danke, dass du. Sehr schön, danke dir. Jetzt so gut wie alles verballert, David.
Würde ich sagen, ich sehe keine Stimmen mehr. Ich schnell hier noch die Heiden weg. Aber man kann ja erkennen, auf was wir hinaus wollen, und beim nächsten Mal gucken wir mal, wie wir das noch besser bauen können. Dann hoffen wir, dass in 6-7 Tagen das neue Update kommt. Mal gucken, was da so alles drin steckt. Ich glaube, sonst, wenn wir spielen, werden wir so ein bisschen weiter bauen und vielleicht mal, wie David und Jusen auch meinte, die normalen Wege auf der Karte erkunden, weil da sind wir ja, wir sind ja mehr Querfeld eingelaufen. Und da gab es ja auch noch so ein, zwei kleine Sachen, die eigentlich auch ganz gut waren. Oh. Ja, aber das hat die Gefahr, wenn, wenn wir halt dadurch, dass du auf dem GPS halt die Punkte markiert bekommen hast, glaube ich, hätten sie die Punkte nur gemacht, wie bei der Höhle, wenn du in der Nähe bist. Wenn man vielleicht auch nicht jedes Mal so querbeet gelaufen, sondern hätte die Wege einfach abgesucht. Mhm. Aber gut. Müssen wir ja schauen, wie sich das Spiel noch entwickelt. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht bis jetzt. Ja. Und wir müssen ja mal gucken, wie wir das hier weiterbauen. Wir können ja das Haus hier lassen, aber theoretisch die Plattform, die war jetzt ja... Oh Mann, ich komme jetzt nicht hoch. Warte, ich versuch's nochmal. Die können wir ja beim nächsten Mal weiterbauen, und wenn dieses Elemente bauen so nicht funktioniert, kann man ja hier trotzdem zwischen den zwei Bäumen mit dieser Plattform, die wir gebaut haben, auch ein Baumhaus bauen. Ja, und bis jetzt hatten wir ja nur das Problem, dass wir im Winter hier sind, aber im Sommer, denke ich mal, geht ja eigentlich nichts mehr. Da hinten kommen gerade ganz viele Leute. Aber man könnte ja die Plattform hier noch einmal ein bisschen ausbauen, hier vorne. Und wenn man dann hier überall ein Dach drüber zieht, dann hat man ja auch ein Baumhaus. Oh. Jo. Nun kommen wir noch weiter. Gut, dann lass uns nochmal kurz die Leute schlachten und dann los, oder was? Jo. Feier auf Deutsch. Alter, Kopf ab. Du bist eiskalt gerade. Ne? Ja, wenn wir jetzt im Feierabend gestört werden, brauchst du gar nicht wegrennen. Ich lauf dir hinterher. Ja, Alter, voll den Rücken. Ja, und da kommt auch noch einer entgegen. Voll den Arm abgeflext, Digga. Oh, der ist ein bisschen spät gefallen, aber... Was ist denn hier? 360? Warte, ich komme. Oh, schon weg. Ist die 360 verpasst? Scheiße! Aber Leute, schaut mal hier. Hier müsste einer einen Lederbeutel verloren haben. Ja. Und ich glaube, hier der Typ auch. Hat zu viele Lederbeutel. Nimmt er meine mit. Nimm mit. Ich esse eine rohe Hand. Ich habe auch schon genug. Ja, toll. Ja, die gehen. Küsses. Ich speichere. Ich speichere jetzt. Darf ich speichern? Ja, wir speichern. Wir machen Feierabend für heute, Leute. So, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ja, wäre auf jeden Fall cool, Dustin, wenn du das nächste Mal dabei bist. Auf jeden Fall. Und dann basteln wir hier noch ein bisschen rum und erkunden wir noch so die Welt. Und wie gesagt, in 6-7 Tagen gibt es ja das neue Update. Da schnuppern wir dann auch gleich rein. Mal gucken, was da so abgeht. Denn gehabt euch wohl, habt noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und munter. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Nachgucken. Danke fürs Followen. Danke fürs Kommentieren. Einfach nur danke, danke, danke. Der Ratten. Du bist hier die Ratte. Dann sagen wir bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. David sagt nicht bye bye. Nee, der hat keinen Bock. Hat er nicht. Na dann. Alright. Bis denn.